Das Migros-Label aus der Region für die Region. Präsentiert Menschen in der Ostschweiz. Das sind Menschen in der Ostschweiz. Das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz. Und wir sind dabei. Das sind Menschen in der Ostschweiz. Das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz. Und wir sind dabei. Und wird unterstützt vom Bettenhaus Dönig, das Bettenfachgeschäft St. Gallen und Abacus Business Software aus der Ostschweiz und der Appenzeller Kantonalbank zum Weiterempfehlen. In der letzten Folge von «Menschen in der Ostschweiz – Sommermenschen». Die Wandercoiffeuse Julia Kuro übernachtet bei strömendem Regenwetter bei der Familie Fessler auf der Alp Grosshütte. Das, nachdem sie im Seealpseebodden keine Übernachtungsmöglichkeit gefunden hat und ihr Maultier ihr nicht immer folgt. Am Baggersee Kriessere widmet sich der André van Kesteren zusammen mit seinem Vater voll und ganz im Spätzliwagen, den er aus China geholt hat. Jetzt muss er noch parat gemacht werden für die grosse Premiere am 1. Augustfest vom Baggersee Kriessere. Und der Bodenseefischer und Campingplatzbetreiber Roger Welti hat einen neuen Wohnwagen aus Holland bekommen. Wohnwagen und frische Fisch. Diese zwei Sachen probiert er immer wieder von Neuem an den Mann zu bringen. Wie die Geschichten weitergehen, im vierten Teil von «Menschen in der Ostschweiz – Sommermenschen». Vorfreude ist immer die schönste Freude. Und etwa die wärst du aber auch enttäuscht. Die letzten Jahre ein bisschen mehr. Leave your home. Change your name. Der Roger Welti, Berufsfischer aus Alteri, ist wieder mal früh am Morgen unterwegs. Ohne zu wissen, ob sich die heutige Ausfahrt überhaupt lohnt. Aber da gibt es natürlich auch, dass wir Tage haben, wo wir mehr Medizin brauchen, als wenn wir Fischertrag haben. Heute kommt aber sowieso alles anders als erwartet. Kaum sind die ersten Netze unterwegs Richtung Schiff, gibt es unverhofft Besuch. Der Fischereikontrolleur aus Österreich will schauen, ob der Roger sich ans Gesetz hält. Guten Morgen, Roger. Hoi, Marco. Jawohl, schau mal die schönen Fische, du. Ja, heute. Gestern nur so hohe Schindeln gehabt. Und heute, schau mal. Schon wohlgenährt aus, ne? Richtig. Ja, aber es ist einfach ein anderer Fisch. Kopfendeckel, die stehst einfach drinnen. Weißt, ein bisschen Futter und nachher bist du nebenzu bei diesen hohen Krüppeln wieder. Aber gell, das ist natürlich ein hohes Stück. Da knallst du natürlich 20 Liter Most durch, locker. Ja, auf und ab, weißt du, sitzen alles. Ja, ja, ja. Oder? Vorbildlich. Gell? Alles gut angeschrieben, alles. Ciao, Markus. Ein kurzer Smalltalk und ein kurzer Kontrollblick und schon ist die Sache erledigt. Anders als mit dem Schweizer hat er es nämlich mit dem Österreicher Kontrolleur tipptopp. Der ist der Fischereiaufseher. Der hat natürlich die Fischereischule, der hat natürlich selber gefischt, der weiss, von was dass man redet, weißt? Und nicht nur von Büchlein gelesen. Aber auch unter den Fischern sei die Stimmung nicht mehr ganz gleich wie früher. Du hast natürlich nur noch mit denen Kontakt, wo du alle Kontakt hast. Früher hat es natürlich auch mit allen Fischern hast Kontakt gehabt. Auch mit denen, wo du nicht hast mögen. Weißt? Aber man war dann einmal trotzdem gleich fair und hat dem anderen gesagt, wie es geräumt hat und alles, wie die Strömung oder ob er etwas gesehen hat und so. Oder? Da hat sich die Tür schon geändert. Der Konkurrenzkampf nimmt der Roger Welti aber gelassen. Immerhin hat er mit dem Campingplatz noch eine zweite Einnahmequelle. Bei anderen geht es um die Existenz. Der Ehrenkodex, dass die Schweizer in der Schweiz bleiben und umgekehrt, gibt es nicht mehr. Deutsche unten Baden-Württemberg, Thurgau, dort gibt es schon solche, die überkommen in die Schweiz, Deutsche. Aber eben, das sind Kameradenschweine, weißt du? Ja, das ist halt. Und eben, wir haben heute viel weniger Fisch, aber da hat es natürlich schon so Zeiten gegeben, da haben sie den einen Tanker nachgeworfen. Luther, so hure Seich hat es schon gegeben. Aber auch wenn er sich manchmal nervt, nach der Fahrt durch die Natur bis zu seinem Haus, ist beim Roger Welti meistens alles wieder vergessen.
Vor allem heute, wo er einen alten Freund aus Neuseeland wieder trifft. Es ist ein grosser Tag für Nicole und André van Kesteren vom Kiosk am Baggersee Kriesseren. Der Tag, wo ihrem Spätzliwagen Krone oder besser gesagt Turner aufgesetzt werden. Ein Blickfang auf jeden Markt- und Streetfood-Festival, das Lust machen soll auf eine feine Portion Käsespätzli. Und das funktioniert schon lange, bevor der Wagen überhaupt parat ist. Am 1. August steht der Wagen da vorne. Und nachher? Nachher haben wir gemerkt mit dem. Ist nicht wahr. Ja, ja. Das ist ein ganz herziges Fahrzeug. Ja. Ganz etwas Süßes. Viel Erfolg. Es ist aber auch der Tag der Wahrheit. Sind die Kioskbetreiber hier die Körnten? Weil sie den Wagen aus China bestellt haben, ist heute nämlich der Stromer da. Und der muss ab der chinesischen Technik in diesem Wagen zuerst einmal richtig schmunzeln. Ha? Funktioniert auch, oder? Ja, ist ja. Made in China. Auch noch Seide. Draht nur mit gewickelter Hand gemacht, nichts. Auch der Vater von André, der Vila, entdeckt noch die ein oder andere Schwachstelle an der chinesischen Bauweise von dem Wagen. Die Innenteile auch weg, nicht alles, oder? Alles, ja, so. Ja, man denkt jetzt vielleicht nur kleben. Kein Gummi. Ja, wir tun hier den Chinesen Strom raus und den Schweizer Strom einführen. Hast du mit dem Chinesen Strom nicht recht? Ja, das ist ein hure Gebastel. Die haben teilweise. Was haben sie gemacht aus? Einfach die Erdung einfach ums Zeug umgewickelt. Keine Schräubchen drinnen, nichts, oder? Schrauben nicht anzogen. Schrauben nicht anzogen. Und nur die paar Fäden drinnen, statt der Kabel. Ja, man muss alles rausrupfen und neu verkabeln. Habt ihr doch ein Seich gekauft? Nein, nein, da haben wir kein Seich gekauft. Die Kinder verheben das, aber die Schweizer Norm wahrscheinlich heben das nicht, oder? Der André sagt, er sei nicht überrascht, dass der Wagen noch einen Haufen zu tun gibt. Mit dem haben wir schon gerechnet, weil das China-Zeug verhebt nicht. Und dann muss dann nachher abgenommen werden, das Ganze. Und darum tun wir das professionell verkabeln lassen. Also mit dem haben wir auch gerechnet, dass das nicht funktioniert und verhebt. Und es hat sich eigentlich bewahrheitet, ja. Eine Wahrheit, die durchaus schmerzhaft sein kann. Schon Unfall. Alles scharfkantig hier. Ich habe Rauben genommen, nichts. Irgendwo tätschst du an und dann hast du irgendetwas offen. Da wollen wir dann irgendwie etwas unbedingt. Unbedingt. Mit einer Fila, mit einer Flex, alles sauber und gerade. Das geht nicht. Das hast du jedes Mal im Hick drin. Hallo? Hallo? Was wollt ihr? Es ist, wie es ist. Es ist kein Fisch. Es gibt also noch viel zu tun, bis zum 1. August, wo der Wagen seine Feuertaufe hat. Es tagt langsam auf der Alp Grosshütte. Am Morgen um 6 Uhr ist Bruno schon wieder unterwegs im Stall, wo die Kühe darauf warten, gemolken zu werden. Auch Julia ist schon wieder auf der B und unterwegs, um ihrem Begleiter ein Multi-Tintin Wasser zu geben. Julia ist am Husten, ein Vorzeichen. Der Morgen startet nämlich mit einer Hiobsbotschaft. Morgen tun wir wahrscheinlich die Route komplett ändern, weil es einfach eine Sturmwarnung haben und einfach extrem wüst. Und wir müssen über das Rennen gehen und da ist einfach ein bisschen zu gefährlich drin. Darum gehen wir dann wahrscheinlich wieder runter. Und dann fangen wir dann am Donnerstag nochmal von unten her an.
Ja. Das ist schon ein bisschen ein Wehmutstropfen, oder? Ja, klar ist es schade, ja, aber eben, man muss flexibel sein im Alpstein und man muss auch können, mal sagen, jetzt ist es zu viel. Weil, ja, sonst passiert nichts, sonst bin man ja nicht. Tatsächlich hat der Wetterdienst für die nächsten Tage Sturm und noch stichere Regenfälle angesehen. Dazu kommt, dass die Harmonie zwischen dem Maultier und der Julia auch schon besser gesehen ist und das ständige Beladen vom Tintin an der Kraft zerre. Trotzdem heisst es noch vor dem 8. aufbrechen und Abschied nehmen von der Familie Fessler. Ja, ja. Schöner Abend. Vor der Julia steht die gut zweistündige Wanderung Richtung Mesmer. Mit jedem Meter drückt sie ihr aber mehr an den Blättern. Und als ob da noch nicht genug wäre, kommt zum Regen auch noch eine kalte Luft. Trotzdem kämpft sich die 21-jährige Wanderkoiffeuse Meter für Meter weiter. Vorbei am Seealpsee, an Wasserfell und an Felswind, wo trotz Juli schon wieder Schnee hat. Wie kommst du in die Pfauwetz? Ja, wenn es so regnet, gut. Wenn es geradeaus geht, auch, dann läuft der schön mit mir mit. Aber jetzt geht es nur aufwärts und dann muss ich dann noch mal fragen. Und als ob sie es geahnt hat, fängt kurz darauf an, den Tintin wieder anblockieren. Und da ausgerechnet jetzt, vor dem strengen Aufstieg in Misme. Hoi Mani! Ist schön, dass wir den Abend wieder sehen nach einem halben Jahr. Und dass wir den Abend sehen, dass wir gesund sind und alles. Das ist natürlich, wichtig. Oder? Gell? Wie hast du es in Neuseeland? Ja, super gut. Nein, mit einem sehr schlechten Sommer. Ehrlich, und wir haben schau mal, ein schön blaues Wetter da. Ja, voll gern. Hoi, Karen. Hoi. Seit mehr als 20 Jahren kommt der Mani Züst mit seiner Frau Karen jeden Sommer von Neuseeland auf den Campingplatz vom Roger Welti. Mit 20 ist er vom Lutzenberg ausgewandert und seither wohnt er auf der anderen Seite der Welt. Sein Häuschen auf dem Campingplatz, das ist jetzt sein Heimatli. Neuseeland, sein Zuhause. Kaum zurück in der Schweiz sprudeln die alten Geschichten nur so aus dem Haus. All drei hier eigentlich, den Haufen zu suchen, meine Jugend. Weißt du, während dem Krieg? Ich war 10 Jahre alt und der Krieg Vierter war, oder? Und da um all drei ist ja nur Gräs, eine Piste gewesen, oder? Ja. Da haben wir die grossen fliegenden Festungen gelandet. Maschinengewehr hinten raus und vorne raus und überall. Richtig, richtig. Also, du warst ja noch da noch jung. Nein, da war ich noch gar nicht auf der Welt gewesen. Hey, da war ich nicht einmal planen gewesen. Ja, genau. Die Ankunft der Neuseeländer spricht sich auf dem Campingplatz um wie ein Lauffeuer. Sofort kommt noch mehr Besuch und Gastgeschenke werden austauscht. Ich habe noch Das ist eine von meinen Lieblingskunden. Ja. Hast du aber geschrieben, wie ich mehr nehme? Ja. Dann muss ich vom Friede verstecken. Ja, das ist schon. Das wieder alle und nicht du musst es einreiben und er tut es von innen raus. Ja, ja. Aber wie viel? Ja, da hat etwa 20% Alkohol drin, da kannst du viel trinken davon. Wir sind wie eine grosse Familie da. Richtig. Und alle, weißt du, du kennst ja den Platz, gell? Das ist einer der schönsten in dieser Gegend. Wir haben so viel Platz, wir wohnen nicht aufeinander oben. Gell? Richtig. Und so ist es eigentlich wunderbar. Du, wir hoffen, dass es ganz einen guten Sommer gibt. Ja, ja. Kommst gell? Du mal vorbei, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast. Richtig, gell? Machen wir. So rufen wir wieder ein Gläschen miteinander. Richtig, machen wir, Mani. Du hast ja gerne Gin und Tonic, gell? Richtig, das ist etwas Gutes. Ja. Keren, tschüss, gell? Bis später. Ja. Ciao miteinander. Ja. Da sei es Schöne da, sagt der Roger Welti. Nein, da hast du ein total Freundschaftsverhältnis. Für mich gibt es zwei total verschiedene Dinge. Es gibt den Kollegen oder den Geschäftsmann. Und beim Geschäftsmann, da wissen die Leute, da gibt es gewisse Regeln. Und da gehe ich nicht links, nicht rechts. Aber sonst, wenn du da 40 Jahre daneben kennst, dann bist du natürlich dicke Kollegen fängst. Die werden auch private Probleme geredet und so, oder? Jeder braucht ja irgendjemanden, der noch mal etwas privat zu reden. Und dann bin ich anderthalb Stunden unterwegs und wenn ich nur da um den Platz herumgehe und dann halt mit dem selben da reden und mit dem anderen da. Und die Leute wissen haargenau, ich tue nie etwas weiter erzählen.
Weil ich behalte das bei mir und ich erzähle es auch meiner Frau nicht. Und nach 2-3 Jahren sagt mir noch meine Frau, oh, du hast mir ja das gerne nicht erzählt. Dann sage ich, ja, du, das ist jetzt einfach so, das mache ich einfach. Ich erzähle das nicht weiter. Erzählen. Und da kommst du, eben hat man auch etwa diese so lustige Gespräche miteinander. Zurück bei Julia und ihrem Maultier. Es ist ein langer und vor allem mühsamer Aufstieg von Seealpsee-Boden Richtung Misme. Der viele Regen hat den Boden aufgeweicht und die Stehen sind rutschig. Kein Wunder, können Julia und den Tintin nur langsam vorwärts. Ein Kraftakt für die beiden. Vor allem darum, weil es einfach nicht will hören regnen. Nach knapp 2 Stunden aber ist das Ziel auf 1613 Meter erreicht. Ach, jetzt geschafft. Geschafft ist vor allem Julia. Aber auch der Tintin hat die Freude am Wandern, glaube ich, ein bisschen verloren. Da nützen auch die beiden kleinen Esel, die hier auf dem Misme daheim sind, noch mehr viel. Und Julia entscheidet sich, angesichts des Wetters, ihr Wanderprojekt zu unterbrechen. Wir haben ja am Montag angefangen und seitdem haben wir dann fast 2 Tage lang Regen. Das ist natürlich schon ein rechter Motivationskiller. Auch der Muli merkt, dass das Wetter nicht so gut ist. Er selber merkt, dass ich auch ein bisschen nervös bin oder dass mir das ein bisschen zu arbeiten macht. Somit geht das überall auf ihn. Und darum ist der ganze Zug hier ein bisschen durcheinander. Es ist auch die Motivation bei mir nicht ganz so da, jetzt auch noch, um alles durchzuziehen. Wir gehen jetzt morgen wegen dem schlechten Wetter runter auf Wiesbad, wo er den Stall hat. Und dann bin ich dann, ja, einen halben Tag nicht im Alpstein und gehe dann nachher auf den nächsten Morgen wieder ja, richtig Bolognese oder so. Halt etwas, das nicht so anspruchsvoll ist. Es wird zwar schöner, aber man merkt schon, das Tier hat Kraft. Und ich da als Frau, kleine Frau, hat halt nicht so viel Chance gegeben, wenn er mal nicht will oder wenn er mal irgendetwas ist. Trotzdem, das Haarschneiden lässt sie sich nicht nehmen. Sie geht dem Wett vom Mesmer an den Kragen oder besser gesagt an die Haare. Ein Service, wo der Bruno Heli gehen annimmt. Ja, der Strahl hat jetzt heute noch gerne gebraucht. So wäre es dann wieder lange bis zum Herbst. Auch seine Frau, die Monika, ist froh an den Besuch der Coiffeuse. Und er sieht wirklich im Herbst, also wenn der ganz oben dann niemand kommt, dann hätte er schon wollen, dass ja, wie ein Schaf. Also sie sagen den Namen auch gerne, der Schaf, die Leute. Und dann geht er, wenn wir wieder mal abhauen und dann alles zu kurz. Ja, und der Bar kommt natürlich noch dazu, ja, selbst heute auch ein bisschen mehr als ihr. Ja, voll zum Rasieren. Als Dank für den Haarschnitt gibt es für Julia noch eine feine Rösti. Und aus der Gaststube Kompliment für die neue Frisur. Danke. Es ist der Tag vor dem 1. August. Am Baggersee Kriesere laufen die Vorbereitungen zum grossen Fest am Nationalfeiertag. Während der Platzchef Markus das Gelände auf Hochglanz poliert, muss das Kioskteam um den André van Kesteren vor allem dekorieren. Schließlich will man am Höhepunkt der Saison glänzen. Und in Sachen Vorbereitungen sind es im Zeitplan, sagt der André. Der Ding ist noch knapp geworden, der Spätzlewagen, den wir neu haben, dass der fertig geworden ist. Aber jetzt, wo der betriebsbereit ist, ist eigentlich das Gröbste gemacht. Das ist doch tun. Der André hat sich zu früh gefreut. Ausgerechnet jetzt funktioniert es mit dem Gas nicht ganz so wie gewünscht. Ein Gasbrenner. Das haben wir doch angebracht das letzte Mal, oder? Ja. Ah, jetzt tut er brennen. Jetzt. Es ist voll. Hauptsache tut. Also, merke, wo am früh genug anstellen. Eigentlich wäre also alles parat für das 1. Augustfest und die Premiere des Spätzliwagen. Und trotzdem, bei der Premiere und am 1. Augustfest sind es nicht nur die Spätzli, die ins Wasser fallen.
Nächste Woche in der letzten Folge von «Menschen aus der Ostschweiz – Sommermenschen». Die Ostschweiz wird von einem heftigen 1. Augustgewitter überrascht. Gäste am Baggersee werden am Nationalviertag regelrecht kalt duschen. Kein Problem für den Spätzliwagen. Oder doch? Der 1. August wird auch beim Roger Weltig gefeiert. Für ihn und seine Campinggäste das grosse Highlight vom Sommer. Und dann besuchen wir auch noch mal die Wandercoiffeuse Julia. Zurück aus dem Alpstein nimmt sie noch mal einen Anlauf mit ihrem Projekt «Schnittiger Alpstein» und kommt im Berggasthaus Escher zum versöhnlichen Ende. All das in der letzten Folge von «Menschen in der Ostschweiz – Sommermenschen». Das sind Menschen in der Ostschweiz, das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz und wir sind dabei. Das sind Menschen in der Ostschweiz, das sind Leute wie du und ich. So leben Menschen in der Ostschweiz und wir sind dabei. «Menschen in der Ostschweiz» ist Ihnen präsentiert worden vom Migros-Label aus der Region für die Region. Und wird unterstützt vom Bettenhaus Dönig, das Bettenfachgeschäft St. Gallen und Abacus Business Software aus der Ostschweiz und der Appenzeller Kantonalbank zum Weiterempfehlen.